Ja, Leute, servus zusammen. Ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einem neuen Teil, ja, Weipers Meerwasser unterwegs. Wobei wir das eigentlich mit Meerwasser für Anfänger schon wieder kombinieren können. Und nein, heute geht es nicht um Sebastian, heute geht es um den Thorsten. Ich bin auf dem Weg zum Norbert und werde da gleich aufschlagen. Und ja, Thorsten hat sich bei mir gemeldet, er möchte gerne ein Becken aufbauen. Er baut jetzt erstmal in erster Instanz ein kleineres Becken auf, um zu gucken, wie es funktioniert. Ähnlich wie es mit dem Sebastian ist. Und wir brauchen dafür natürlich Gestein. Er wollte ursprünglich mit Lebendgestein anfangen. Ich konnte ihn aber dann überzeugen, zum E-Brief zu wechseln, weil es halt tatsächlich besser zu kontrollieren ist in der Anfangsphase. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auf dem Weg zum Norbert und wir machen da gleich weiter. Bis gleich. Leute, und da sind wir jetzt auch schon angekommen an den heiligen Hallen. Da sind sie. Und dann schauen wir gleich mal, wer schon alles da ist. Ich weiß, dass der Thorsten noch nicht da ist. Oh, und guck mal, da stapeln sich die Sachen, die wir gerne hätten. Unsere Steinchen. Wahnsinn. Ja, er hat ein großes Projekt vor und hat er schon gesagt, also in diesem Sinne, wir machen drin mal. Ja, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Ja. Also als erstes darf ich euch vorstellen, das ist der Thorsten. Moin zusammen. Und er ist derjenige, weswegen ich hier bin. Da ist das entsprechende Epo-Rief. Ich blende euch gleich nach diesem kleinen Vorspann, Abspann, Nachspann, was wir jetzt hier haben, mal ein, was wir da drin alles so erlebt haben. Es ist einfach nur ein Verkaufserlebnis hier. Norbert ist einfach nur der Hammer, oder? Ein absolutes Unikat. Ich habe noch nie so viel gelacht beim Einkaufen. Also es ist definitiv ein Erlebnis. Allein die Tatsache, wenn er anfängt auf seinem Tisch da mal eben mit ein, zwei Steinen, das können wir so bauen, das können wir so bauen, das können wir so bauen. Wir können aus den gleichen Steinen aber auch noch das und das machen. Ich hoffe, du hast das auf Foto, damit wir das halbwegs so hinkriegen. Ja, also ich habe es zumindest in bewegten Bildern. Ich werde es auch gleich nochmal mit unter einblenden. Pass auf, 50 hat der Gesamttiefe. Ja, das wird jetzt eine kleine. Ja, ich habe ja auch nicht ohne den Grundstück die Genehmigung für die eine Wand, da habe ich 2 Meter und eigentlich kann ich auch die 3,50 Meter. Es kommt dir dann hier auch nochmal so gesteckt, nochmal viel kleiner vor, das ist das Problem. Das sieht als Glaskasten in der Wohnung stehen, sieht dann nochmal noch kleiner. Wird dann noch ein bisschen dramatisch. 90 breit. So, guck mal, da haben wir ja Luft jetzt hier. Guck mal. Aber jetzt vergrößern wir noch ein bisschen. Yippie! Ja. Ich befürchte, das dauert kein halbes Jahr. Wenn es läuft, ist alles gut. Dann hast du auf jeden Fall Spaß machen. Dann hast du auf jeden Fall ein gefahrenes Epo. Ja, also. Alles Vor- und Nachteil. So ungefähr. Der Schaft ist 26 mal 10. Wir haben ja die 26 wahrscheinlich. Also, ich habe mir da auch einige Gedanken zugemacht. Also, ich wollte auch großen Anfang und dann mit den Stöpseln. Ja, passt ungefähr. Ich bin auch noch überlegen, da noch einen Zwischenschritt einzubauen. Ob ich dann von dem auf das große gehe, also dann denke ich eher mit Zwischenschritt. Das ist schon niedlich.
an. Süß. Hallo, das ist Diskriminierung. Was? Diskriminierung. Überhaupt nicht. Das ist Motivation. Da kannst du ja jetzt mal, weil wenn du anfangen willst zu filmen, machst du da ein Intro oder sprichst du selber noch? Nee, alles gut, läuft mit. Läuft die ganze Zeit mit, oder was? Läuft. ja, jetzt kannst du überlegen, was du willst. Hast du denn irgendwann eine Idee schon oder habt ihr irgendwas entwickelt oder du überhaupt? Nicht direkt, mach mal. Du bist da eigentlich der König diesbezüglich. Also, wir haben viele Möglichkeiten bei dir. Und, ja gut, bei dem Maß mit der 50er Tiefe ist immer grenzwertig. Ne? Weil du kannst ja jetzt eigentlich für die Basissteine nur die nehmen aus dem ehemaligen 5-Kilo-Set. Mhm. Ehemalig deshalb, weil die sagen immer, wir haben das jetzt in Z1, Z2 und so gemacht. Ne? Mhm. Die sind vom Bestandteilen wie auf den alten Videos, wo ja dann irgendwann mal neu kommen, anders. Aber jetzt reden wir mal von den Steinen aus dem 5-Kilo-Set. Weil wenn ich beispielsweise einen großen Stein aus dem 10-Kilo-Set nehmen und einen sogenannten Basisstein, dann merkst du schon von der Proportion her, ist das schon ein riesen Otto. Da hast du nicht mehr viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ne? So, und die aus dem sogenannten Z1, aus dem Z2, aus dem 5-Kilo-Set, die ich jetzt hier hinlege, den haben wir schon. Den haben wir auch. Der gehört auch dazu. Den haben wir schon. Ich kann jetzt mal weil jetzt müssen wir selber sehen. Der Knochen kommt noch dazu. So, das sind jetzt die Basissteine. Wenn du die jetzt hier reinlegst, dann merkst du schon, dass die proportional eigentlich ganz gut dafür klappen. Wenn wir aber die Aufbauten machen, legen wir meistens nochmal, um auf Höhe zu kommen. Dann kannst du jetzt die drei so hinstellen, machst dir da so ein Plateau drauf und jetzt müsstest du hier noch einen dritten von haben und kannst das dann da wiederholen. Nehmen wir mal einen doppelt und machen wir mal so. Dann hast du wie so zwei kleine Inseln. So, ne? Das wäre das, was du die Möglichkeit hättest, wenn du dir jetzt so ein 5-Kilo-Set, sprich Z2, bestellst. So, dann gibt es so einige Tricks, die dann so entstanden sind in der ganzen Zeit, so wie man das bauen kann. Zum Beispiel wir haben ja den großen Brückenstein. Da gibt es ja diesen Brückenstein-Trick, wo wir zwei Brückensteine zusammenbauen. Da ist aber dann auch für das Becken schon grenzwertig von der Höhe her und so weiter. Das kann man aber machen. Obwohl das schon. Das kann man machen. So in der Art. Gar nicht schlecht. Ja, dann verschenkst du jetzt hier unten den Raum, also ist die Fläche für Licht, aber dafür machst du ja auch. Und den Winkel bestimmst du ja selber. Du kannst halt einmal wie so einen Katzenbuckel machen. Dann hast du aber nur hier oben diese 25 cm, hier wird steil. Etwas zu steil, genau. Etwas zu steil. Ich mache das ja meistens so, dass ich mir dann, wenn ich Bastelstock Gold mal hier hätte, mache ich mir meist bestimmte Höhe vorher, wenn ich sage, ich mache mal so Dinge hin. Und dann klebe ich mir die, stütze ich mir die so ab. Und klebt mir die dann ein bisschen flacher. Dann erhöhst du ja die Fläche, mhm, ne, und hast zwar immer noch diese Steilkante. Das ist eine Version. Die andere Version wäre jetzt zum Beispiel, das haben wir aber auch erst so nach und nach rausgefunden, durch Fummelei. Wir haben ja diesen hier, den 3 hoch, der ist ja ein bisschen hoch zu kommen. Und dabei hat sich ergeben, dass diese Gabel hier irgendwie da reinpasst. Voll doof. Ganz unglücklich. Jetzt hast du da schon so ein fliegendes Riff. Das unterstützen wir jetzt mal hier. Geht. Jetzt könntest du sagen, jetzt machst du hier hinten mal mit Fläche was hin, passt rein, da die Höhe, den zweiten Brückenstein und machen den so. Und schon hast du den geilsten Aufbau, was gibt. Du, jetzt hast du sowas. Ganz lang, dann ist mir aber irgendwie zu flach, dann nimmst du noch den das ist der 3 flach, nochmal zum Gucken. Was ist das für eine Höhe? Das ist der 3 hoch. 55 ist die gesamte. Genau, hier haben wir 36, dann kannst du ungefähr sehen. Man sagt ja etwas über die Hälfte vielleicht. Mhm. Also wenn du 55 hast, wenn das der Wasserstand ist oder die Beckenhöhe, ist die Frage. Mhm. Wasserstand wird wahrscheinlich eher 50 sein. Wahrscheinlich, ja. Also wärst du bei 25, ne? Dann bist du wahrscheinlich jetzt schon. Da kommt ja auch ein bisschen noch an, was für Korallen ist. Wenn du sagst, mal ein reines Brustenbecken, kannst du ja theoretisch auch höher gehen. Na, wenn du sagst, nee, dann sind wir bei 20. So ein Mischbesatz. Ja. So, dann kannst du aber immer noch hingehen und sagen, ja, ich baue mir das noch ein bisschen weiter, beziehungsweise der Daniel, der dir dabei hilft. Du könntest jetzt hier nochmal so einen anlehnen. Das finde ich ja schon mal extrem geil. Ja, grundsätzlich ist alles, was ich mache, geil. Ne? Also dann noch mal einen an den Schacht. Und jetzt kommt nochmal einer an den Schacht. Ja, damit du da auch nochmal so einen Gegenspieler hast. Ja, mega. Wäre theoretisch so. Sieht gut aus, ne? Ja, ich kann dir genau eins sagen, wir kriegen es so nicht hin. Doch. Komm, also kommen wir jetzt mit 5 Steine. Komm, wir nehmen jetzt dann die Kamera in die Hand und dann filmen wir das aus allen Positionen und dann gucken wir mal, ob ich das irgendwann so wieder hinkriege hier. 100 Pro. Und das waren jetzt
keine 10 Minuten. Der Einstieg ins Meerwasser soll ja schon leicht fallen. Ja. Da fällt ein schöner Riff auf, den man leicht selber auch rekonstruieren kann. Auch ganz, ich kann mit den gleichen Steinen noch einen gleichen ganz anderen Aufbau machen. Das ist das Schöne und gleichzeitig Kuriose. Kriegt man das denn auch so befestigt, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel das vergrößere, möchte ich das nicht auseinanderreißen, sondern das Stück einfach, dass man dieses Stück komplett so befestigt? Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja dann auch sagen, ich mache jetzt zum Beispiel, nur mal als Hausnummer, ich würde noch weitergehen, weil wir sind ja immer bei Schweden. Also sagen wir so, im Prinzip sollten wir alle bemüht sein, so wenig Berührungspunkte auf dem Boden zu haben, weil das jeder Berührungspunkt, jeder Stein, der oben steht, auch eine Ansammlung von Korallen, die im Sand steht, ist immer auch ein Wellenbrecher. Das heißt, wenn wir eine angestrengte Ringströmung verfolgen, die entweder im Kreis unter Wasseroberfläche oder unten ist oder eben in dieser Reihenfolge geht, oder eben sich unterscheidet durch zwei Pumpen, die dann unterschiedlich pulsieren, dann ist es ja immer erstrebenswert, was Schwebendes zu haben. Dann kannst du genauso gut sagen, den wir eben angelehnt haben hier. Dass er, wenn du sagst, er ist mir ein bisschen zu steil, dann kannst du natürlich auch sagen, ich nehme den hier noch rein und lass den auch noch irgendwie rein. War jetzt zu locker, ich warte. So, dann kannst du den Winkel noch ein bisschen verstellen und kannst den ja auch nochmal irgendwie versuchen zu schweben. Jetzt musst du natürlich schon nochmal haben, wo du halt runterstimmst. Aber vom Prinzip her bleibt das alles gleich. Dann hättest du die gleiche Fläche. Irgendeiner will nicht. Dann hättest du die gleiche Fläche. So, dann hast du auch nochmal Schweb. Dann hast du da richtig so ein Flying Reef quasi. Die andere Variante fand ich persönlich besser. Ja, ist immer Geschmackssache. So wie man das will. Ja, ich sage, ich will dir nur zeigen, mit den gleichen Steinen kann ich jetzt individuell was machen. Ist ja egal. Du kannst auch hingehen und sagen, alles Quatsch. Das ist sowieso gar nicht. Doch, wir kriegen das zusammen. Wir haben es bewegt mit bewegten Bildern. Ich hatte vorher nur tatsächlich nur Fotos gemacht. Und jetzt auch tatsächlich alles einzeln. Ich lasse jetzt mal ein bisschen ranrücken. Wobei ich muss ein bisschen was hinterlegen, weil durch die Leiste, die wir hinten haben, kommt der auch noch ein bisschen gegen. Da hast du einen Stein für irgendwas überart, gleichzeitig eine kleine Höhle drunter. Harmonie, ja, nein. Vielleicht. Gut. Kommt die auf jeden Fall mit. Weil hier haben wir nämlich die Möglichkeit, das haben wir bei Sebastian gemacht, aber eine Sache. Nee, ist die gar nicht. Das ist eine andere Höhle. Das ist noch eine andere Höhle. Eine größere. Eine größere, ne? Aber das geht mit der auch. Von einer Seite zumachen. Dann sollte die größere vielleicht auch. Guck mal, schon ganz anders. Einstein nehmen. Und selbst den das mache ich jetzt 100 Mal, immer mit den gleichen Steinen. Wir werden dann 18 Uhr haben und du weißt gar nicht, was du willst. Also ich kann ja das noch ein bisschen, ne? Weißt du, wenn man das jetzt, sagen wir mal, ein bisschen so drehen würde, könnte man auch den Stein hier auch noch schön dahin machen. Welchen Stein? Den du in der Hand hast. Ja, den kannst du, klar, ich lebe ja vom Verkauf von Steinen. Aber ich bräuchte den nicht, weil da kommen ja überall noch Korallen drauf. So. Und wenn du hier eine Koralle hinstellst, ist das ja zu. Aber das muss ja nicht der Unterbau sein. Wenn du jetzt hier eine Koralle draufstellst und hier eine draufstellst und da eine, dann bist du schon bei 40 hier. Ja. Wenn du immer vorausgehst, es gibt diese Korallen, die nach oben wachsen. Wir reden jetzt nicht von Krustenelementen. Aber es ist ja nur, ich will dir nur mit zeigen, die Variationen, die da sind. Ne? Du kannst jetzt auch den weglassen und sagen, ich mach den dahin, mach das ein bisschen flacher. Du kannst aber sagen, ich heb hinten das Riff an, und das hinten ein bisschen höher haben, machst das so. Das ist einfach nur fantastisch. Die Möglichkeiten sind. Ja, das sind wir direkt bei so Steinen. So. Ist egal, wie du das machst. Du kannst jetzt alles spielen, dann könnt ihr euch ausdrücken. Es geht ja immer, wenn ich sowas mache, ich mache dem Kunden immer einen Beispielaufbau und sage dann auch, das ist das, was ich da gebaut habe, könntest du so nachbauen. Du musst es aber nicht so nachbauen. Wenn dir das so gut gefallen hat beim ersten Mal, baust du es nach. Aber in dem Moment, wo du damit spielst, was hier fairerweise sagen, auf dieser Sandbank super leicht ist. Ja. Ich würde das nicht im Becken so machen, sondern ich würde das immer auf dem Teppich machen oder auf einer Pappe. Ja. Und dann, wenn du sagst, das ist eigentlich mehr eine Version, weil du kannst vom Boden 1:1 reinsetzen. Ja, also sonst du hast rutschiges Glas, das rutscht auch hier an dem Glasschacht weg. Das musst du halt Trockenübungen machen. Und wenn du dann so nicht eingegruft hast, sagst du, ja, ich habe hier ein schönes abfallendes Riff, der muss ja nicht so steil, du kannst ihn auch durchaus ein bisschen in die Ecke gucken lassen. So. Ja, das kommt jetzt wieder auf die Position der Tubellen an. Also einen Stein 10 cm zu versetzen, macht schon unheimlich viel aus. Optisch. Na?
Und da hinten hast du es halt sehr schön, du hast hier so eine große Höhle, das wirkt sehr, sehr luftig so, das andere war ja eher so geklumpt so ein bisschen. Ja. Ne? Aber mir gefällt das sehr gut. Ja. Wenn die Höhle dann noch austauschen gegen die große, damit dann noch Platz für die komische Anemone ist. Wobei die Anemone weiß ja selber. Ja, das hat aber jetzt beim Sebastian hervorragend funktioniert. Mit der großen Höhle. Also der hat sie jetzt. Kannst auch, damit die Anemone noch ein bisschen, jetzt bleiben wir mal bei der Höhle. Hm? Dann machen wir das, tauschen wir das aus und sagen, damit die auch ein bisschen im Vordergrund steht. Da ändert sich auch nichts vom Aufbau her. Zack, voll doof. Lässt den weg und lässt die kleine Höhle da hinten stehen. Dann hast du die Höhle integriert. Hm. Das steht die nicht so ganz so hoch allein. Aber ich würde den Stein, glaube ich, zum Spielen trotzdem mitnehmen. Das ist. Was wäre denn der Preis für die Steine? Über einen Daumen 500. Hm. Was hast du da jetzt im Endeffekt an Masse? Weil das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich glaube knapp 8 Kilo. Ja, du hast aber noch extra Steine mitgenommen. Ich habe noch extra Steine mitgenommen, weil ich mich kenne. Ich glaube, das wird nicht lange beim 250er bleiben. Allein die Tatsache, der Aufbau sieht schon relativ geil aus. Also ja. das kommt schon mal mega hinzu. Also es ist schon echt krass, wie schnell mal eben umgeändert, mal eben da umgeändert. Habe ich dich jetzt erfolgreich vom Lebengestein geheilt? Ja, erfolgreich geheilt weiß ich nicht. Ich habe ja noch nie im Becken gestartet. Von daher, ich verlasse mich da jetzt drauf. Und ich sage auch einfach mal, wenn man dann schon sowas kauft, kauft man das Original. Mhm. Und dann ist das, denke ich, auch der bessere Weg, wenn man dann schon jemanden kurzer dabei Schnitt. Hat. Wo waren wir? Lebengestein, genau. Unterschied. Wenn man dann schon jemanden an der Hand hat, der einem dabei hilft, ein Becken zu starten, dann sollte man sich auch auf die Ratschläge verlassen und dann sollte man auch ein System vertrauen. Also, ich bin sowieso Epo-Reef geschädigt, ihr wisst das. Ich habe aber auch Becken mit Lebendgestein gefahren, also so ist es nicht. Ich finde das auch nicht schlecht, aber tatsächlich die Vorteile, die dieses Epo-Reef im Endeffekt uns bietet, minimalste Auflagefläche und im Endeffekt ja, maximaler Nutzen und Stellfläche für die Korallen. Ja. Gut durchströmt. Also ich habe hier nichts ab. Ich habe hier altes Trumpfgestein mir schon mal zusammengesammelt. Mhm. Und wenn ich mir da angucke, was da die Auflagefläche ist und jetzt das beim Norbert gesehen habe, irre. Ja, wir haben auch, blende ich euch jetzt mal eben mal kurz mit ein, Neuentwicklungen hier gesehen, also die demnächst kommen werden. Die dann einfach wirklich auf drei so kleinen Punkten ist so ein Riesenast, der im Endeffekt wirklich ja im Prinzip schon alles beinhaltet. Ja. Den stellst du dir hin, du hast minimale Fläche und im Endeffekt krass, es ist einfach nur genial. So, pass auf, gleich drin, alles klar. Ja. Jetzt hast du meine Telefonnummer ganz komm mal gleich. Leider nicht, für 2,50er noch. Oh, ist das ekelhaft. Was ist das denn? Das sind die Custom-Made-Griffe, die bald kommen. Oh, ist das geil. Das sind die, ich hab ja jetzt mal 2,50er, ne? Ja. Sind dann wirklich so ganz feine, filigrane Bauteile. Ja, wer jetzt gegen das Licht, das kannst du nicht machen. Du guckst ja, bitte nicht. Jetzt nicht das Ding vergewaltigen. Ich kaufe einen 600er Mercedes, drehe ihn auf den Ruck und mache eine Gefühlssohle mit der Hand drin. Hallo, da ist Hirnschmalz drin ohne Ende. Das bleibt so drin. Und wer das anders einbaut, den nehme ich dann wieder weg. Achso, was ist das denn? Das ist so ein Konzept. So, guck dir mal die Treppen an, wie er nach oben geht. Ja. Wie luftig das gebaut ist. Ganz herzlich, den Kragen könnte man noch ein bisschen verändern, aber der ist jetzt doof. Der passt da nicht rein, der müsste etwas geändert werden. Hallo. Dein Konzept hat einen wunderschönen Rücken. Hallo. Guck mal, hier ist, du kommst mit dem Magnet schon gar nicht mehr dazwischen. Ja, das ist richtig. Na, du musst also schon, da musst du wirklich so reindrehen. Es ist ja nicht für das Becken geplant. Nee, aber es sieht geil aus. Es wird aber auch dafür kommen. So ungefähr. So, ganz, ganz fein. Kannst du auch, wenn du jetzt hier hinstellst, kannst du auch so rübergehen lassen. So. Ich nehme noch mal weg. Weil es ja immer mehr Kopien gibt vom Epo-Reef oder viele lehnen sich an, wo ich kein Problem mit habe. Aber wir werden dann noch mal eine Stufe noch mal forcieren, um denen mal zu zeigen, wie man filigran baut und trotzdem auch versenden kann. Ja, damit man das krass auch mal sieht. Ne? Wer sind
sieht geil aus. Und dann kannst du, dann kriegst du die ganzen Arme einzeln und weil die Steine haben alle schon Löcher. Das wäre jetzt bei den VfL-Fähnen interessant, weil die ja unten immer diesen Kalkfortsatz hat unten. Ne? Und das kannst du natürlich dann trotzdem, ich muss jetzt aber die gleiche Farbe nehmen. Und jetzt haben wir ein Problem, eine andere Farbe sieht jetzt so aus. Ist das jetzt das neue? Wo ist drauf? Ja, weil das jetzt grau ist. Das ist das Gleiche. Das, was du da, was jetzt hier liegt, ist nur zum. Ich brauche ein größeres Becken. Noch nicht geschlachtet, jetzt braucht er schon ein größeres. Schau mal, wir könnten drüber reden. Shen 615 wollen auf 2000 gehen. Nee, wäre größer. Noch größer. Ja. Also, ich habe zwei Winkel von meiner Frau genehmigt. Ich kann die eine Wand nehmen, die hat zwei Winkel. Oder ich kann auch die andere was sie dafür tun. Nichts? Ich meine, das auch so kriegen. Ich kann dir sagen, wir haben vor 10 Jahren mal eine Wand geschenkt. Geil. Es kommt natürlich die Frage, darf ich das bringen? Ist Custom Made, gibt es noch, kann ich ja dazu sagen. Wir fangen an jetzt mit den Custom Made, die Nano-Serie wird kommen. Wir fangen jetzt an. Also nach dem Sommer, spätestens nach dem Sommer, wird es die Dinger auch geben. Geil. Und wie gesagt, das ist ja dann weiter ausbaubar. Ne? Du kannst ja dann wieder erweitern mit dem normalen. Ne? Ja. Also du kannst ja immer noch die Erweiterung machen. Ja, der Plan ist ja, dass die in unser Baukastensystem aufgenommen werden. Das sind jetzt die ersten Feinen. Ja, aber das ist schon das Ding, wie er weiß nicht, was das hat. 2,5 Kilo oder was? Ne? Das ist ein Witz. Genial. Da kannst du schon mal draus basteln. Hast du denn schon Namen für die Dinger? Ja. Epori. Ja. Du bist ein Schwert Epori. Das Ding heißt Karl-Heinz. Ja. Das ist Petra. Nein, habe ich natürlich noch nicht. Claudia ist unten, ne? Ja, Claudia ist immer unten. Nein. Also, wenn ich Claudia Das Hauptproblem ist, ich habe ja gar keine Zeit. Ich habe keine Zeit. So. Mhm. Aber wenn ich dann abends fertig bin, oder immer wenn ich fertig bin mit dem Kleben, der Kleber ist ja der teuerste am ganzen System, habe ich zwei walnussgroße Klebekugeln. Die schmeiße ich in den Müll. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt anfange, mir so ein paar Formen zu machen, von denen ich meine, die auch gut sind, dann kann ich schon mal anfangen, die Steine da einzukleben und so weiter. Ich habe also immer diese Bastelgriffe. Das heißt, die laufen. Natürlich ist das noch keine Produktion, was wir da machen. Aber das sind jetzt die Prototypen, wo wir dann sagen, das ist jetzt Prototyp Nummer 1, der ist in Ordnung, der ist jetzt nicht fehlerhaft, aber den kopieren wir jetzt 50 Mal. Und wenn wir eben in unserer Renovierung fertig sind, dann soll ja dieser Custom Shop hier sein, dann kommen mehr Regale, dann werden wir die Regale auch fertig haben mit diesen Fertigsets. Weil trotz handwerklicher Fähigkeit ist es manchmal vielleicht besser, weil es auch von der gestalterischen Seite so ist, wie du gerade auch versucht hast hier, ne, manchmal so, nee, dann passt das nicht für den Bett, dann musst du den anderen nehmen. So, ne? Weil du kannst das ja nicht erzwingen. Also hier würde ich schon bei dem Becken sagen, das sollte schon eine 60er Tiefe haben, damit du nicht zu nah am Glas ran bist. Hier war einfach die Idee, weil ich das ja auch immer wieder sehe, dass du sagst, ich habe eine Euphelia, die da unten diesen zugespitzten Dings hast, die klebe ich mir jetzt hier rein, da könnte man Euphelia-Rift nennen zum Beispiel. Da sind bei größeren Mulden mehr drin. Wenn du jetzt hier 6-7 Euphelia drauf tust, weil im Prinzip brauchst du ja nur den Finger, wo sie drauf sitzt. Richtig, und dann na, rein. Aber damit es auch gestalterisch noch ein bisschen nett aussieht, habe ich gesagt, machen wir das eben in so einem Style ungefähr. Aber wie ist das denn mit dem Material? Wenn du da Löcher einbauen willst für so kleine... Dann geht's kaputt. Aber du hast das ja überall... Ja, das kostet auch Geld, weil das heißt nicht zittern und nerven. Das ist da ganz klar. Alles klar. Wir haben Leute, die haben es gemacht, 5-mal gebohrt, 5 Steine kaputt. Wir machen das in einem Sandkasten, wir bohren 3-mal vor, weil es natürlich kaputt. Weil das ist ja ganz klar, jeder Stein, nehmen wir auch mal einen Stein, guck mal, der hat jetzt beispielsweise 600 Gramm. Jetzt geht er mal mit dem 14er Bohrer rein. In dem Moment, wo der 14er Bohrer durchschlägt, geht der Stein, platzt der auseinander. Das ist ja, wir können ja nicht gleichzeitig leicht und halbwegs preiswert bauen, weil wir berechnen ja unser, nicht mehr nach Kilo, sondern die Steine bekommen in Zukunft alle ihren eigenen Preis. Weil wir Schwankungen in der Produktion haben. Es kann sein, wenn ich den Kilopreis mache, dass wir sagen, der hat jetzt 0,6, wir legen den aber auf die Waage, sind 0,8. Schwierig, 200 Gramm verschenkt. Ich spreche die 0,8, du kriegst aber nur 0,6, sagst du, ey, das ist ja viel zu leicht, das ist doof für uns beim Verkauf. Also beispielsweise kostet der dann 17,90 Euro, so als Nummer jetzt. Und wenn der dann ein bisschen schwerer leicht ist, aber wenn wir jetzt die Leichtversion haben, die schicke ich dir jetzt, und du sagst, ich bohre mit dir aber jetzt, das weiß ich nicht, ob du die bohrst. Aber wir haben Leute, die haben es hingekriegt, das ist jetzt nicht so, ne? Aber es ist halt nicht zum Bohren gedacht. Und wenn man das haben will, dann sollte man das dann eben sagen und können wir die schon bohren dementsprechend, weil dann A, gehen sie bei uns kaputt. Und du musst dir vorstellen, wir haben einen Sandkasten mit 100 Kilo ganz feinem Sand drin, die werden da rein, das heißt hier unten drunter ist Formschluss und da knallt nichts durch. Und wir bohren halt, wir haben 4 Bohrmaschinen, wir wechseln die Bohrmaschinen. Genial.
Ja. Also ich kenne kein anderes Gestein auf dem Markt, und hat er auch selber gesagt, es gibt kein anderes Gestein am Markt, was mit so minimalistischen Auflageflächen so viel Fläche zum Stellen im Endeffekt bringt. Ja. Und es ist... Er hat das ja sogar mit den Ablegersteinen demonstriert, wie viel da auf dieses eine Stück draufpasst, was nicht mal 5 Kilo wiegt. Mhm. Absolut irre. Also, ja, kauft dir mal 5 Kilo Lehmgestein und dann hast du einen Brocken und dann war's das. Und kannst im Endeffekt nichts damit anfangen. Ja. Oder nicht viel. Ja. Und hier haben wir jetzt 8 Kilo drin. Okay, 8 Kilo ist eine Hausnummer. Ich glaube, in meinem Becken, in dem 500-Liter-Becken, sind, glaube ich, 10 Kilo und 12 Kilo sind da ungefähr drin. Also, ja, ich bin mir auch sicher, dass wir das nicht alles brauchen. Aber haben ist besser, wie brauchen. Kondomprinzip. Ja. Wir werden gucken, weil nächste Woche Donnerstag komme ich ja vorbei. Dann gucken wir uns erstmal Becken, Technik, alles genau an, bauen es auf, so dass man im Prinzip dann... Wann war das? Mitte Juni werden wir starten. Genau, Mitte Juni, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Und ich auch. Genau. Dann fahren wir hin und dann starten wir das Becken und dann schauen wir weiter. Ja, das wird mit Sicherheit lustig werden. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Auf jeden Fall. Nächste Woche Donnerstag sehen wir uns dann wieder. Ja, freue mich schon drauf. Kommt der nächste Teil. Und wir werden dann sehen, was wir im Endeffekt draus machen. Ja, wird cool werden. Alles klar. Alles klar. Scheiße, wir haben gar nicht aufgenommen. Doch. We'll be right back.